euch. Was geht ab, meine Lieben Freunde? Hier ist euer Junge Simon Desio und ihr seht hier gerade vor euch 5 verbotene Energy Drinks. Wie diese schmecken werden und warum sie verboten sind, das und mehr in diesem Video. Bevor wir das Video aber anfangen, dieses Video wird gesponsert von 15caps oder 15caps.de. Das ist eine Webseite, auf der du günstig Caps bekommen kannst. Und wie der Name schon verrät, nein, es sind nicht 15 Caps, die du kaufen kannst, sondern es sind alle Caps unter 15 Euro, Maximum ist 15 Euro. Das heißt, ihr habt eigentlich auch teurere gehabt, aber die sind alle auf 15 Euro. Ihr kriegt keine Cap, die über 15 Euro ist. Und selbstverständlich qualitativ super am Start. Also check's einfach mal aus. Erster Link in der Beschreibung, 15caps.de. Aber das wäre natürlich noch nicht alles. Das verkriegt ihr mit dem Code SIMON20 20% Rabatt auf euren Einkauf, wenn ihr da kauft bei 15caps.de. Und ich habe auch gesehen, die haben zum Beispiel eine nice Cap, die kostet gerade mal, ich glaube, 6 Euro oder so. Und kostenlos Versand ist auch am Start. Also einmal abchecken, 15caps.de. Aber lass uns mal jetzt straight ins Video. Und zwar habe ich hier vor mir 5 Energy Drinks. Nicht alle sind verboten, muss ich euch mal erzählen. Aber die kriegt man so in Deutschland nicht. Also die meisten davon. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit Ahoi Brause. Ja? Ihr kennt höchstwahrscheinlich Ahoi Brause. Das ist diese Dinger, die man so... Ich als Kind immer war süchtig nach dem Zeug. So, die Paket aufgemacht, Finger nass so. Und dann rein und so... War auf jeden Fall nice. Und hier ist ein Energy Drink. Den wollen wir mal direkt probieren. Also von außen sieht das Hammer aus. Oh, dieser Sound, Alter. Drink Nummer 1, Ahoi Brause Energy Drink, ist eigentlich kein Drink, deswegen ist er als Drink halt nicht so beliebt gewesen und den kriegst du, glaube ich, so nicht mehr. Also wollen wir mal gucken, wie das schmeckt in 3, 2, 1. Ich muss sagen, das schmeckt besser als ich dachte. Also eigentlich ist Ahoi Brause ja kein Trinken, aber das kriegt von mir auf jeden Fall 7 von 10 Punkten. Richtig nice Ahoi Brause, ey. Als Getränk, als Energy Drink, nice. Kann ich nur empfehlen. Machen wir mal direkt weiter. Kommen wir zu, welcher soll es sein? 7-Up Sauveur Mojito. Warum das natürlich jetzt nicht so beliebt ist bei den Leuten ist, Mojito ist Alkohol, glaube ich mal. Ich bin jetzt nicht der Alkoholiker. Aus Frankreich, glaube ich. Das kriegt man so in Deutschland nicht. Bosseux, Gasseux, Sans, Ingredients, 7-Up. Also wollen wir direkt probieren. 7-Up Mojito. Wollen wir testen den 7-Up Mojito in 3, 2, 1. Oh, Griechen tut's geil. Yo, das ist so weird. Ich weiß nicht, ob da Alkohol drin ist. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ob ihr es glaubt oder nicht, das schmeckt wie ein Mojito. Hätte ich vielleicht vorher mal denken sollen, also wissen sollen, 7-Up Mojito, dass es nach Mojito schmeckt. Kriegt von mir aber auf jeden Fall eine nice 8 von 10 Punkten. Schade, dass man das in Deutschland nicht bekommen kann. Aber zwischendurch, ich weiß nicht, ich wundere, warum hier ein Paket von YouTube ist. Das weiß ich auch nicht, Leute. Falls ihr wollt, dass ich das mal bald aufmache, auf jeden Fall dicken Daumen hoch. Bei 20.000 Daumen hoch werden wir dieses YouTube-Paket öffnen. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, weil ich habe eigentlich schon meine... Hier, ihr könnt sehen, mein Pay-Button und alles habe ich alles schon. Also was kann es sein? Kommen wir mal direkt zum dritten. Und zwar Sun-Kissed. Das ist gekisst von The Sun, ey. Nice. Oh, geil. Das spricht von Qualität. Von wo ist das? Ich glaube Amerika. 3, 2, 1. Ich bin so gespannt auf den Sponsor, ne? Auf geht's. Schon nicht bekommen kann, Alter. Das fühlt so scheiße, ne? Oh, Herr, da! Next up, du kriegst von mir eine 3 von 10. Pfui! Oh mein Gott, dieser Nachgeschmack. Oh, der Nachgeschmack ist echt nicht so geil. Oh, wow! Fanta Sauveur Pommel und Cerise. Fanta Apfel und Kirsche, weil ich kann Französisch. Ich bin ja eigentlich auch zu 90% Franzose. 3, 2, 1. Riechen tut's geil. Wow! Give me that, give me that! Oha! Das ist auf jeden Fall nice, Alter! Ey!
Kriegt von mir auf jeden Fall eine safe, eine 6 von 10 Punkten. Für mich viel zu süß, nicht so geil. Aber jetzt kommen wir zum legendären SpongeBob Drink. Warum man den nicht bekommen kann, ist eigentlich, glaube ich, ganz klar. Und zwar ein Energy Drinks für Kids ist jetzt nicht so, ne, geil, weil man halt die Kids dazu bringt, dass sie Energy Drinks trinken. SpongeBob Energy Drink Bubble Drink Ananas. Wo kommt der her? Aus Polen? Nie Halkolo Kici na Polska Finska Wunsa Winsa. Ja, auf jeden Fall polnisch, weil ich kann ja auch perfekt polnisch. SpongeBob Energy Drink in 3, 2, 1. No! Auf jeden Fall weg! Weg mit dir! Boah! Oh, Junge, 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 Junge! Ich glaube, ich habe selten was so Süßes da getrunken. Oh mein Gott! Das war echt nicht so geil. Ich habe gedacht, das wird das Geilste. Die Nummer 1 SpongeBob kriegt von mir auf jeden Fall nur eine 2 von 10 Punkten. Es ist so süß. Ich glaube, die Kinder natürlich lieben das in dem Fall, aber es ist so süß. Mein Liebling war auf jeden Fall der Ahoi Brau!